Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute 6 verschiedene Mashems und Fashems mitgebracht. Genau, das könnt ihr schon sehen. Wir haben zum Beispiel hier ein Ninja Turtle Mashem. Und ja, gemeinsam mit meinem Zauberstab, den ich hier mitgebracht habe, werden wir das Mashem mal öffnen. Ich bin schon mega gespannt, denn ihr wisst vielleicht, dass ich als Kind damals wirklich mega Fan von den Ninja Turtles gewesen bin. Also los geht's, welcher Turtle wird hier wohl drinne sein? Hey, guck mal, wir haben schon einen Turtle. Genau, das ist nämlich Leonardo. Kann man an den beiden Schwertern erkennen, die er hier in der Hand hält. Und natürlich auch wie immer an der blauen Augenbinde. Auf jeden Fall weiß ich, dass diese Ninja Turtle Mashems super weich und super squishy sind. Von daher freue ich mich da immer wieder drüber, so einen mal dabei zu haben. Ja, wer von euch ist denn auch Ninja Turtle Fan? Habt ihr vielleicht sogar Ninja Turtle Spielzeug zu Hause? Und wenn ja, was? Lasst mich das mal unten in den Kommentaren wissen. Ich bin schon gespannt, wer von euch auch die Ninja Turtles mag. Ich finde das auf jeden Fall super duper cool. Ja, da könnte ich so stundenlang dran rumdrücken, aber ich packe ihn jetzt dennoch mal beiseite, denn jetzt kommt was anderes. Jetzt kommt was für My Little Pony. Wir haben hier Fashems von My Little Pony und ihr seht schon hier vorne drauf, da gibt es verschiedene Ponys, die man hier bekommen kann und ich bin mir sicher, eins dieser Ponys wird auch hier drinne sein. Aber welches Pony das ist, tja, keine Ahnung, das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam mal herausfinden. Also es geht mal wieder mit dem Zauberstab hier drüber, zack, zack und ja, jetzt machen wir das Ganze auf. Haltet euch fest, es wird spannend und ich kann was Pinkes sehen. Ja, welches Pony ist pink? Na klar. Das wisst ihr doch, das ist natürlich Pinkie Pie. Ja, wir haben Pinkie Pie von My Little Pony. Cool, schaut euch die mal an, ein wirklich süßes Pony. Ja, mit den Luftballons hier auf den Hinterteil und dann wirklich diese pinke Farbe, diese blinke Mähne. Pinke Mähne, ja, die sieht wirklich cool aus. Man kann auch so ein bisschen an den Ohren ziehen. Ja, ich weiß nicht, ob Pinkie Pie das gefällt, aber ich mache das trotzdem manchmal gerne. Und auf jeden Fall der große Kopf mit den großen süßen Augen, also eine mega tolle Sache. Ja. Okay, wir drücken nochmal so ein bisschen dran rum, aber ich glaube, wir sollten dann auch weitergehen, denn wir haben noch viel, viel mehr Mashems. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist unser nächstes Fashem. Das ist nämlich von der Eiskönigin, also Disney Frozen. Und hier drauf, da sieht man schon, da gibt es Anna, Elsa, Olaf, den Troll, Sven und so weiter, also verschiedene Figuren. Tja, da müssen wir doch mal schauen, was unbedingt hier drin ist, oder? Was ist hier drin? Keine Ahnung. Bleibt dabei, es wird spannend. Also auch hier mal wieder mit dem Zauberstab drüber. Da ist die Folie nämlich schon mal ab. Und ja, dann gucken wir mal. Hey, den kennen wir doch, oder? Na klar, zumindest wenn ihr Disney Frozen, also die Eiskönigin, kennt, dann wisst ihr genau, wer das ist. Das ist nämlich Olaf der Schneemann. Süßer kleiner Kerl mit roter Nase. Ich drehe ihn mal im Kreis. Naja, von hinten ist er nicht so spannend, aber man kann an seiner Nase ziehen. Da muss ich mal wieder aufpassen, dass ich die Nase nicht aus Versehen abreiße. Ja, ihr kennt das vielleicht, das ist mir mal vor einiger Zeit in einem anderen Video passiert. Da habe ich einer anderen Olaf-Figur mal aus Versehen die Nase abgerissen. Aber ich glaube, das fand er nicht so schlimm. So, hier haben wir Marvel Avenger Mashems. Also hier drinnen sind kleine Superhelden wie Captain America, Hulk, Falcon, Iron Man. Keine Ahnung, wen wir bekommen, vielleicht auch Thor. Wir schauen mal nach. Auch das machen wir wieder mit dem Zauberstab. Und wen haben wir denn heute? Hey, guck mal, das ist natürlich Thor, ein echter Superheld. Ja, Thor kann man erkennen an seinem Hammer, den er in seiner rechten Hand hält. Seht ihr den hier links? Genau, oder rechts? Das ist nämlich Thor, sein Hammer. Warum hat Thor eigentlich einen Hammer? Sehr interessante Frage. Wenn ihr mir erklären könnt, warum Thor einen Hammer in seiner Hand hält, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich bin gespannt, was ihr mir dazu erzählen könnt. Und ich drücke mal noch so ein bisschen hier an der Figur rum, weil die nämlich super weich und super duper squishy ist. Okay. Also eine tolle Figur, aber Leute, ihr seht schon hier im Hintergrund, wir haben 2 weitere Kapseln. Als nächstes haben wir nämlich nochmal Fashems von den Disney-Prinzessinnen. Und hier sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Prinzessinnen drin. Also eine der 6 Figuren werden wir bekommen. Und welche Prinzessin das ist? Tja, da habe ich keine Ahnung. Ist aber nicht so schlimm, denn das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam einfach mal ganz schnell herausfinden. So, also die pinke Kapsel, die mache ich mal auf. Und hey, na klar, eine Disney-Prinzessin. Und das ist ganz eindeutig Schneewittchen. Ja, die gucken wir uns auch mal genauer an. Denn schaut mal, sie hat eine rote Schleife im Haar. Habt ihr auch manchmal eine Schleife im Haar? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich sicherlich nur selten bis gar nicht eine Schleife im Haar habe. Aber wie ist es mit euch? Ja, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall einen super coolen gelben Rock.
Und ja, wir machen mal weiter mit den letzten Mashem für heute. Das ist nämlich Paw Patrol. Also die Paw Patrol-Freunde unter euch werden sich hier schon drauf freuen, denn hier ist einer der 6 verschiedenen lustigen kleinen Hunde drin. Vielleicht ist es ja Marshall, vielleicht aber auch Chase oder Rubble oder ja, keine Ahnung, gibt ja doch einige verschiedene. Wir schauen mal, wen wir bekommen. Ich hoffe so ein bisschen, dass es Rubble ist. Nein, es ist nicht Rubble, es ist tatsächlich Chase, unser Polizeihund. Coole Sache, wie ich finde. Ja, genau, ich zeige euch Chase jetzt mal ein bisschen genauer. Den finde ich nämlich auch total super. So, den kann man ja so ein bisschen hin und her drehen, okay. Ja, an den Ohren kann man auch ziehen. Wie sich das gehört und auf jeden Fall auch wieder super duper weich. Und super squishy. Ich zeige ihn nochmal von hinten und von der Seite. Also Leute, was hat euch am besten gefallen? Was war euer Lieblings-Mashem? Mein Lieblings-Mashem war Olaf der Schneemann. Aber wie ist es mit euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!